Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von The Dropper, in dem wir in der letzten Folge gestrandet sind, hier mitten im Klohäuschen. Richtig klasse, ne? Lassen Sie uns übers Klo raus, aber das Klo scheint einen Defekt zu haben, denn hier geht es ein bisschen nass raus. Okay, das haben wir geschafft. Wir sind letzte Folge hier in der Kloschüssel gelandet und hier sind Hühner. Okay, wir haben Hühner im Klo. Klasse. Haben hier Stickies dabei, weil wir die Dinger kaputt gemacht haben, die Minecarts, wenn wir drauf gelandet sind. Und hier wartet der nächste Diamant auf uns. So, wo geht's jetzt hier raus? Aber auch hier wollen wir uns natürlich auch kurz mal ein bisschen umschauen. Okay, da vorne geht's raus. Hier haben wir einen Heizkörper und natürlich rosafarbenes Toilettenpapier. Was will man mehr? Ein sehr schlichtes kleines Klöchen. Und da vorne geht's dann auch schon weiter. So, und hier wartet auch ein Huhn auf uns. Sehr schön. Das Huhn wird uns wohl begleiten. Oder auch nicht. Mal schauen, was wir noch so an Tiere finden. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Auf dem Server würde man die Tiere einfach ausstellen. Aber ich denke, die stören uns nicht. Ich packe das jetzt auch einfach mal da rein. Braucht zwar keinen Mensch, aber dann haben wir es wenigstens nicht im Inventar. Wir haben 8 Diamanten. Das heißt, 8 Stages haben wir hinter uns. Was ist das hier? Hier haben wir Kekse. Goldene Äpfel. Trank der Heilung. Die wollen wir mal alle mitnehmen. Trank der Nachtsicht. Wollen wir auch mal alle mitnehmen. Das ist, meine ich, wenn wir zu lange brauchen. Ich glaube, ja, irgendwie so war das. So, hier haben wir als nächstes Level 9 Step by Step. Wenn wir hier raufgehen, bekommen wir diese Effekte automatisch. Aber wenn wir halt zu lange gebraucht hätten, dann hätten wir eben auch die Tränke hier noch. So, try to land on the web. Okay, das schaffen wir, auf den zu landen. Oder auch nicht. Okay, wir haben es nicht geschafft. Gut, ich laufe immer erstmal in die falsche Richtung. So, okay, auf den Spinnenweben sollen wir landen. Sollte ja nicht zu schwer sein, aber ich stelle mich wieder ziemlich dämlich an. Klasse. Und lauf wieder in die falsche Richtung. So. Springen wir einfach mal und haben es geschafft. Gut. Jetzt müssen wir uns erstmal hier durchkämpfen. Und jetzt heißt es so schön Step by Step. Das heißt, wir müssen jetzt hier versuchen, irgendwie runterzukommen. Ich sneake mal. Ohne zu sterben. Wobei, hier sind Spinnweben. Das heißt, hier einfach in den Spinnweben landen. Zack. Und erstmal wieder hier rauskommen. Das ist auch das Klasse. Und hier haben sie halt alles auf die Seite gestellt. Ah, hier steht schon from here, step by step. Okay, das ist, finde ich, ganz, ganz lustig. Denn hier merkt man dann auch, wie die verschiedenen Taktiken der Leute sind. Sag mal, jetzt komm, schau, dass du mich mal endlich hier rauslässt. Das ist nervig. Da wäre es schön, wenn man ein Schwert dabei hätte, wo man die dann doch kaputt machen dürfte. So, geschafft. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Hier sehen wir schon Heizkörper. Was ist das da? Fenster mit Rollläden. Das sieht so geil aus. Und Stuhl und Tisch und allen Pipapo. Und da drüben haben wir einen Kaktus und ein Aquarium. Und was ist das hier? Und was liegt hier auf dem Teppich? Irgendeine Schale? Vielleicht ist das ein Katzenfuttergedöns? Ich weiß es nicht. Und hier ist es dann ganz lustig, weil jeder anders vorgeht. Man kann jetzt hier versuchen, runterzugehen. Was ist das hier jetzt eigentlich? Das ist die Spüle. Wir sind ja so auf der Küchenzeile. Und ich weiß, dass ich damals hier seitlich runtergegangen bin. Dass das in meinen Augen so ziemlich einer der leichtesten Wege war. Fand ich zumindest. Hier sieht man auch schon den Ofen und die Mikrowelle. Und durch das Heilungsgedöns heilen wir uns halt ziemlich schnell gerade. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie bin ich da damals runter. Ich glaube, hier war es doch nicht. Ich glaube, hier bin ich doch nicht runter. Ach, scheiße. Entschuldigung. Ach ja, hier bin ich irgendwo zwischengelandet. Na, ich glaube, wir machen den regulären Weg. Jetzt dürfen wir den ganzen Käse nochmal machen. Klasse. Tschakka! Ab in die Spinnweben. Oh, ich liebe die Spinnweben so sehr. Wäre halt schön, wenn man die kaputt machen könnte mit dem Schwert. Aber ich werde mir kein Schwert craften, nur um mich da irgendwie durchzukloppen. Nein, 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 das werde ich nicht machen. Ein bisschen nach rechts, damit wir nicht auf einmal runterfallen. So, und hier waren auch nochmal Spinnweben. Sneaken kurz. Ja, hier waren die Spinnweben. Ich versuche ein bisschen weiter nach vorne zu... Verdammt, fliegen! Gerade hier in das Eck reingesprungen! Mensch! Damit ich nicht so weit mich durch die Spinnweben durchkämpfen muss, hatte ich gedacht, aber ich habe mich halt ziemlich dämlich angestellt. Okay. So, wieder ein bisschen nach rechts. Wenn wir nicht auf einmal runterknallen... Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn wir da plötzlich da auf der Seite runterfallen würden. Nee, 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 das muss ich nicht haben. So, und raus. Okay. Sneaken. Ich ducke mich, ja, gut. Okay. Und nochmal. Check.
Ja, jetzt können wir uns hier durchkämpfen. Wenigstens kommt man durch die Spinnweben relativ gut durch. Nur halt rauskommen ist das Schwierige. Wobei, das ging jetzt eigentlich. Okay. So, from here step by step. Also war es doch hier. Dann ist das eine spätere Stelle gewesen, wo ich einen anderen Weg ging. So, hier müssen wir jetzt schauen, dass wir jetzt hier irgendwie runterkommen. Zack. Irgendwie, okay, hier kommt man runter. Ich meine aber auch, dass es eine Stelle gibt, wo man dann halt auf einmal nimmer so leicht runterkommt. Und das ist dann ziemlich fies. So. Immer schauen. Okay, geschafft. Puh, wie ich mich gerade im Stuhl verbogen habe, in der Hoffnung, dass ich es schaffe. So, kann ich das hier schaffen? Wenn ich gleich hier nochmal zwischenlande, hätte ich schaffen können, aber ich bin nicht zwischengelandet. Sehr schön. Ja, das kann jetzt dauern, bis wir hier raus sind. Das dauert jetzt. Das macht aber auch den Reiz aus, von diesem Spiel. Du wirst halt wirklich tausendmal sterben. Schaka! Schronimo! Okay. Bisschen nach rechts. Bisschen nach rechts. Ich will da nicht runterfallen. Okay. Geschafft, 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 geschafft. So, und jetzt noch. Jetzt nur noch nach unten. Na komm. Box dich durch. Box dich durch. Sehr schön. Und jetzt hier. Hier nochmal runter. Gut, hier. Hier geht's. Bisschen nach. Okay. Das ist natürlich klasse, dass man durch die Spinnweben keinen Fallschaden bekommt. Auch wenn es sich so anhört. Aber man bekommt keinen. So. Okay, neuer Versuch. Ich hatte damals voll den easy Weg gefunden. Aber irgendwie, glaube ich, haben die den gefixt. Es kann ja auch sein, dass sie das vielleicht verändert haben. Zack. Zack. Kurz sneaken. Okay, hier geht's runter. Zack. Spekulieren wir mal. Ich muss hier erstmal seitlich reinkommen. Ja, es ist nicht so einfach. Mal schauen, von hier aus. Kommt man da vielleicht besser rein? Ich versuch's mal. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich hab's geschafft. Gut. Und von hier aus müssen wir das gleiche nochmal machen. Okay, geschafft. Wie ich mich selbst auch noch zurückgelehnt habe, in der Hoffnung, dass ich nicht abstürze. So, geht's hier jetzt schon? Oder bin ich hier noch immer zu weit? Nein, es muss eigentlich gehen. Wobei, hier ist Wasser, richtig? Sehe ich das richtig? Ist das Wasser oder ist das? Ja, das ist Wasser. Aber das müsste hier. Ich müsste das ja hier überleben. Ja. Ansonsten wäre ich hier einfach ins Wasser rein. Was ja im Übrigen hier wohl den Spiegel darstellen soll. Ist da die Kiste vielleicht drin? Ach, nicht ein Spiegel, ist die Spüle. Stimmt ja. In der Spüle ist auch ernsthaft Wasser drin. Das ist klasse gemacht. So. Ich meine, ich bin damals da runtergesprungen. Das ging ja nicht ziemlich easy. Jetzt müssen wir hier erstmal schauen, wie sie weitergehen soll. Ich meine aber hier. Oh Gott. Schaffen wir das? Ja. Okay. Und jetzt hier nochmal. Müssen wir den gleichen Käse nochmal machen? Wow, das war knapp. Okay. Aber wir haben es geschafft. Okay. Okay. Auf den Toast. Und vom Toast ist es nur noch ein kleiner Schritt für die Menschheit. So. Eigentlich müsste ich es auf dem Boden schaffen, aber ich traue mich nicht. Ich nehme diesen Vorsprung hier. Sehr schön. Gut. Geschafft. Toaster, schaut euch das an. Ist doch toll gemacht, oder? Ich finde das so klasse. Jetzt müssen wir die Kiste suchen. Ja, ich merke schon, die Sichtweite muss definitiv weiter eingestellt werden. Machen wir mal 10. Sehen wir ein bisschen mehr. So, jetzt sehen wir die Stühle schon mal auch da oben. Die Framerate läuft auch noch stabil. Und hier ist die Kiste. Sehr schön. Kann man hier auch nochmal schauen, da ist nochmal ein Mülleimer. Das Aquarium mit dem Kalender. Was ist das hier? Weiß gar nicht, was das hier darstellen soll. Der Kühlschrank. Ah, das ist der Kühlschrank. Das sind die Scharniere auf der Seite. Das ist so geil gemacht. Gibt es hier noch was zu sehen? Na, ist halt der Kühlschrank. Aber ich glaube, wir sehen das sowieso nochmal. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier Messer und sowas. Sieht man auch alles. Ist so cool gemacht. Möchte auch gar nicht wissen, wie lange die dafür gebraucht haben. Die haben das mit Sicherheit aber auch dann irgendwie so mit diesen Editoren, die es so gibt, gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Also ich denke nicht, dass sie das alles so ganz normal so gebaut haben. Vielleicht wirklich mit Editoren und dann umdrehen oder irgendwie sowas. So, also geht's weiter. Haben wir jetzt 10 Minuten für diese eine Map gebraucht. Nicht schlecht. TP!
Na. So. Ja, man merkt jetzt schon, dass die, Moment mal, habe ich den Ton? Nein. Die Kiste. Man merkt halt jetzt schon ein bisschen, dass das Spiel so allmählich ein bisschen anfängt, die Ressourcen zu fressen, weil der Ton jetzt beispielsweise nicht kommt oder weil es halt auch teilweise ein bisschen lang dauert, bis es hier aufgeht. Ich weiß aber nicht, vielleicht liegt es auch generell daran, dass das gewollt war. Okay, Rail, oh nee. Rail, Schienen, das kann nichts Gutes bedeuten. Das kann nichts Gutes bedeuten. Dauert ziemlich lang, ich frage mich, ob das gewollt ist. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war das hier. Oh, das war so mies. Wow! Das war jetzt ein Glücksfall. Es gibt nämlich jetzt zwei Züge. Und durch den einen kommst du nicht durch. Durch den anderen schon. Das war jetzt echt Glück. Das war wirklich Glück, dass ich das jetzt geschafft habe. Vermutlich, weil ich es noch wusste. Ich bin mir nicht sicher. Aber auch das ist so genial gemacht. Da ist ein Loch. Ein Loch in den Schienen. Oh, hier ist die Kiste. Das ist halt wirklich so geil gemacht. Hier hast du halt wirklich diese Schienen, wo diese zwei Züge sind und du knallst halt quer durch einen diese Züge durch. Ist so toll gemacht. Kann man da vielleicht jetzt mal kurz nochmal hochschwimmen, das von innen nochmal zu zeigen. Es hat wirklich geil gemacht hier. Und wenn es da halt einmal verfliegst, dann bist du halt gleich tot. Ja, so ist es hier bei The Dropper. So, das war jetzt echt Glück. Wahnsinn. So schnell, Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte jetzt echt Angst. Ich dachte mir, oh, da sterbe ich jetzt zwei, dreimal. Aber es hat funktioniert. So, das TPen dauert halt schon ein Weilchen. Frisst halt aber auch Ressourcen. Auch die Truhen aufmachen dauert halt jetzt schon. Ich bin gespannt. So, jetzt ist die Truhe auch mal endlich offen. Man merkt es halt allmählich. Jetzt wird's anfällig hier für die Hardware. Oh, Level 11 Hell. Okay, Hölle. Das kann nichts Gutes sein. Das kann nichts Gutes sein. Überhaupt nichts Gutes. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt halt die... Och, du Heiliger. Ach, das war dieses Level. Oh, nö. Oh, ich mag das Level nicht. Ich hasse dieses Level. Man versucht sich halt irgendwie mittig zu halten. Ich habe es überlebt. Das Spiel hat noch nicht gecheckt, dass ich gestorben bin. Das finde ich jetzt krass. Das Spiel hat irgendwie nicht gecheckt, dass ich eigentlich gestorben bin. Das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich will mal gucken, wo ist denn die Truhe? Hat sich denn die Truhe versteckt? Kam ich hier nochmal irgendwie raus? Ist die Truhe vielleicht hier im Zwischengang? Jetzt bezweifle ich, dass die Truhe hier ist. Dann müssen wir die Truhe erst noch finden. Ist die Truhe hier irgendwo versteckt? Oh Gott, ich sehe ja nichts unter Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo die Truhe sein soll. Versteckt sich hier irgendwo, aber ich sehe sie auch nicht. Hier ist sie nicht. Komme ich hier nicht nochmal raus? Dachte, ich könnte hier nochmal irgendwie rauskommen. Ich muss ja die Truhe finden. Die befindet sich sicherlich hier oben. Kann ich hier? Game Mode 1? Nein, darf ich nicht. Die Map hat keine... Ich habe hier keine Berechtigung dafür. Ja, wo ist denn dann die Truhe? Es wäre ziemlich schade, wenn wir die jetzt deswegen nicht mehr bekämen. Ist hier nämlich nicht. Nein, die ist hier nicht. Schade. Hier kommt man aber auch nirgendwo mehr raus. Und ich bin mir sicher, dass die Truhe irgendwo... Ach, da oben wäre sie. Ja, da kommen wir halt jetzt nimmer ran, ne? Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Wieso komme ich da nicht mal ran, wenn ich da einmal aus dem Wasser raus bin? Da haben sie, das ist jetzt, also da frage ich mich schon, was sie sich da dabei gedacht haben. Da frage ich mich schon. Sie haben da nicht mal die Chance geben, diese Truhe nochmal zu holen. Gut, dann müssen wir jetzt kurz schummeln, weil das finde ich gerade ziemlich fies. Ich frage mich halt aber auch wirklich, warum ich nicht gestorben bin. Ach, verdammt. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt irgendwie funktioniert. Erstmal müssen wir da nochmal rein.
Wenn die Map sich mal genehmigt, bitte. Boah, das zieht schon gewaltig Ressourcen. Hey, holla die Waldfee. Mal jetzt hier nochmal die wieder runter. Weil, wie gesagt, die frisst halt so krass Ressourcen und dann musst du fast runterstellen, weil sonst hast du hier echt extremste Probleme. So, machen wir hier auf. Dann müssten wir jetzt eigentlich hier wieder hinkommen, ne? Zur Hölle. Ja. Können wir es gleich nochmal versuchen. Mal schauen. Gleich geht's auch. Ja. Jetzt müssen wir es. Komm, wir müssen es jetzt eigentlich fast so machen. Level 12 Death. Nein, da will ich nicht hin. Weil immerhin habe ich mir ja diese Stage ja erschummelt. Also eigentlich müsste ich sie jetzt einfach nochmal versuchen zu schaffen. Weil erschummeln ist auch nicht richtig. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier hin. Setzen den Spawn hier. Damit wir hier diese Stage hier nochmal machen müssen. Es kann jetzt dauern, aber gut. Ich meine, ich habe sie mir erschummelt und das fände ich dann doch ein bisschen fies, wenn ich die jetzt deswegen hier erschummelt lasse. Na, 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 na. So, alles klar. Oh, 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 verdammt. Ich hätte nach hinten bleiben sollen. Ich hätte es machen sollen. Das hätte ich. Ich hätte nicht nach vorne ziehen sollen. Nein, ich bin falsch dran. Ich bin falsch dran, das ist nicht gut. So, okay. Nein. Schwachsinn. 24 Tode schon. Also, wir müssen ein bisschen nach hinten, wir müssen ein bisschen nach vorne, wir müssen wieder nach hinten und dabei aber schon nach rechts ziehen. Nochmal. Also, bisschen nach hinten, bisschen nach vorne, nach hinten. Ja, so viel zum Thema nach hinten. Wieder nach hinten. Falsch, zu wenig nach hinten. Ja, jetzt schauen wir mal, wie lange das jetzt dauert. Nach vorne, schon anfangen nach rechts zu ziehen. Mein Puls rast jetzt schon fast ein bisschen. Nicht stark, aber ein bisschen. Und. Oh nö, ich hatte es geschafft. Es wäre halt schön, wenn man nicht korrigieren müsste. Ich wusste es, dass es nichts wird. Ich war schon viel zu sehr am Korrigieren. Aber du musst halt immer wieder korrigieren. Es wäre natürlich schön, wenn es eine Ideallinie gäbe. So, jetzt haben wir es geschafft. Aber aus irgendwelchen Gründen kommt man halt da nicht mehr rauf und das verstehe ich nicht. Deswegen setzen wir jetzt da den Block. Mach hier kurz mal das Feuer aus. Nehmen den Diamanten mit. Das heißt, also selbst wenn ich da drin gelandet wäre, ich wäre doch niemals an die Kiste rangekommen. Da haben sie jetzt echt einen kleinen Fehler gemacht, finde ich. Es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass sich das im Schwimmen geht, das ja auch nicht. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das muss ein Fehler sein. Die Map enthält irgendwie Fehler. Komisch. Seltsam. Aber ich habe wenigstens die Stage jetzt auch noch echt geschafft. So haben wir das wenigstens noch echt gemacht. So, jetzt teleporten wir uns hier hin. Legen das hier rein. Kaum, dass ich die Sichtweite umgestellt habe, läuft das Ganze wieder schnell und flüssig. Klasse. Setzen hier den Spawn und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.